Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab! Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die Matze Theo, das bin ich, interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen? Naja, also 5. Oh, noch 5? Ja, also 10 in Summe. Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird. Ja, Matze, ich freue mich super, dass du heute mein Podcast-Gast bist. Wie geht es dir? Ich freue mich erstens auch. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch mal auf der anderen Seite zu sein. Mir geht's gut. Mir geht's eigentlich fast immer gut, muss man sagen. Eigentlich geht's mir immer gut. Ja, du bist eigentlich ein sehr kann man das eigentlich Mensch. Auch weglassen. Ja. Du bist ein Mensch. Ja. Sehr. Jawohl. Man hat ja, also es bleibt ja auch einem nichts anderes übrig, denke ich immer. Man hat doch die Wahl jeden Morgen, oder? Das stimmt. Man hat immer die Wahl, morgens aufzustehen, lächelnd oder mit einem grimmigen Blick. Ja. Total, weil die Probleme kommen ja von ganz alleine, wenn sie kommen. Aber die schönen Sachen kommen auch von ganz alleine. Von daher, ja. Ja, ich glaube, dass das ist anziehender, das Glück ist anziehender, wenn man positiv durchs Leben geht. Also das ist so meine Theorie, dass es einem dann einfach eher zufliegt. Und ich habe das Gefühl, dass die, die ein bisschen pessimistischer durchs Leben gehen, dass die auch allen Grund dazu haben, schlechte Laune zu haben, oder? Wie siehst du das? Und davon gibt es eine ganze Menge, denke ich mir immer. Ich sehe das genauso. Man sagt ja auch nicht ohne Grund, wenn man jetzt seinen Fokus darauf legt, positiv zu denken oder wenn man extrem oder gezielt an positive Sachen denkt, treten diese auch ein. Ich weiß gar nicht so, ob das so stimmt, weil manchmal denke ich mir, okay, ist es, kann man das auch so pauschal sagen. Was ich aber sagen kann, so sehr negativ gestimmte Leute, die immer ein Aber finden oder was nicht gut ist, das zieht mich nicht runter, aber das belastet mich, das stört mich richtig. Da habe ich richtig so einen Fluchtinstinkt, weil ich so gar nicht funktioniere, auch noch nie funktioniert habe. Und ich dann auch gar nicht mehr so gegenhalten kann, weil ich denke, okay, warum? Ich schaffe das nicht, die ganze Energie nochmal aufzubringen und die zu überzeugen. Aber für mich kann ich es schaffen. Ja? Ich kann das relativ gut hinbekommen. Und ja, ich denke, da gehören, weiß nicht, ein paar Jahre dazu, ein paar Jahre auf dem Buckel muss man schon haben und vielleicht ein paar Erfahrungen machen, aber für mich ist generell nicht nur das Glas halb voll, sondern es schwappt immer ein bisschen über, weil ich denke mir, man kann sich das Leben auch ein bisschen schön machen. Das ist richtig. Ja. Und es klappt irgendwie, also es klappt wirklich, wenn man sich ein bisschen auf die guten Dinge auch konzentriert. Eigentlich ist es ja nur, ich soll gar nicht so abgedroschen klingen, eigentlich ist es ja nur ein bisschen so Dankbarkeit für das Alltägliche, ne, und Dankbarkeit für die schönen Dinge, die wir so haben. Und ich sage es mal, in diesen komischen Zeiten, die wir gerade haben, geht es uns ja sowieso gut. Guck mal, wir sitzen beide hier gemütlich auf dem einen oder anderen Sofa. Wir haben gerade was gegessen, was getrunken und sind satt. Wir sind nicht nass vom Regen geworden. Ja, und wir können das machen, was wir sehr, sehr gut können und was wir sehr lieben. Einfach drauf losplappern. Ja, genau. Und dann denke ich mir, ist doch ein cooler Abend, bevor ich mich jetzt hinsetze und sage, also es regnet, es ist kalt und meine Heizung gluckert, weil da ist so viel Luft drin, weißt du? Und mein Teestreuer hat mir die Zunge verbrannt, irgendwie ist auch alles doof. Nö, mache ich nicht. Kenne ich aber viele. Du, wir sind schon direkt so philosophisch eingestiegen. Wir wollen natürlich dich von Kern auf kennenlernen, Matze, deswegen erzähl doch einfach mal, wer du bist. Wer ich bin? Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das würde ich gerne auch manchmal vor mir wissen. Tatsächlich, also ich bin Matze. Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich sage mal, aus dem Wald bin ich entsprungen. Ich komme aus dem Müritz-Nationalpark. Dort bin ich geboren, dort bin ich aufgewachsen. In Waren an der Müritz, also ein Mecklenburger. Und ja, bin ein paar und 30 Jahre alt. Übrigens hatte ich gestern Geburtstag. Wollte ich gerade sagen. Möchte ich noch mal Happy Birthday, auch von der Community. Ja. Und du bist mein Geburtstagsgeschenk, weil ich das quasi danach, das Beste kommt zum Schluss, einen Tag danach, das jetzt einlösen durfte. Genau, ich bin seit ungefähr über 10 Jahren jetzt in Berlin.
ansässig geworden. Ich wohne hier in Prenzlauer Berg und ich fühle mich auch pudelwohl. Obwohl ich immer sage, Berlin und ich verstehen, also wir verstehen uns gut, aber wir funktionieren besser, wenn wir uns dreimal irgendwie aus dem Weg gehen. Ne? So, ich muss Berlin dreimal mehr verlassen, damit ich auch wieder das mag, zurückzukommen. Und ja, ich arbeite in einem großen Startup, Healthcare-Startup. Ich komme ja aus dem Gesundheitswesen. Im ersten Leben habe ich auf Intensivstationen gearbeitet, sag ich mal, und habe immer Leben gerettet. Das ist so das, was mir manchmal wahrscheinlich auch das Positive bringt. Wenn es wirklich mal um Leben und Tod ging, was es ja tat, ist es wahrscheinlich einfacher, jetzt einige Sachen gelassener zu sehen. Das kann ich auch auf Arbeit gut transportieren, wenn eine so ganz hektisch eine Kunden-E-Mail nicht beantworten können. Und ich sage, ja, es ist manchmal alles ganz schlimm, es ist auch manchmal alles ganz dringend, das verstehe ich schon in der Tat, aber die Welt dreht sich wirklich weiter und die Sonne geht morgen auf und die Welt ist nicht untergegangen. Also manchmal ist es dann doch nur eine E-Mail oder manchmal ist es doch nur ein Protokoll oder eine Statusliste oder whatever. Denkst du, wenn du den Job damals nicht gemacht hättest, dass du anders denken würdest jetzt? Ich denke schon. Ich habe mir einige Sachen, erstens habe ich dadurch einen schwarzen Humor entwickelt, weil man sich ja dadurch auch abgrenzt, wenn es um Tod geht oder um Sterben geht. Es ist ja nicht nur Tod, es ist ja Sterben, es ist ja der Prozess. Das ist ja auch die Notfallpflege, die Notfallmedizin, das ist ja auch nicht für jedermann. Ich sage jetzt mal, oder wir haben früher immer gesagt, im psychiatrischen Bereich oder in der Notfallmedizin können eigentlich nur Alpha-Tiere arbeiten. So spezielle Leute. Sonst ist es, glaube ich, schwierig auch zu handeln. Und ich denke, das hat mir schon eine Menge gebracht. Und ich habe damals auch bewusst mich dagegen entschieden, weil ich wollte schon ins Management und bin jetzt auch seit 9 Jahren Führungskraft immer gewesen. Das ist auch das, was ich, glaube ich, also ich glaube, ich sage immer glaube ganz oft. Ich weiß es ja auch. Ich mag das total und ich habe auch ein Gespür für Menschen. Ich mag Menschen, ich mag Geschichten, ich mag gerne erzählen. Und das kann ich irgendwie in den Führungsrollen, die ich hatte und die ich habe, ausleben. Und ja, was noch? Ich habe einen Podcast, aber das soll ja hier nur am Rande eine Rolle spielen. Ja, einen ganz tollen Podcast, wo ich natürlich auch zu Gast war. Mats Ab, kann ich richtig, nur empfehlen. Richtig. Ich verlinke das natürlich für euch alle. Müsst ihr euch anhören. Und du hast auch so ganz tolle Gäste. Also ich habe da ja mich schon durchgehört. Also kann ich nur empfehlen. Danke, danke. Das ist auch etwas, was mir super viel Spaß macht. Das ist keine Arbeit, das ist wirklich, ist eigentlich auch kein Hobby. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen. Das ist einfach eine Herzensangelegenheit, ich mehrmals die Woche oder wenn ich ein bisschen vorproduziere, einfach mache. Und das ist, bin ich in meinem Element. Ja, ein schöner Abendfüller halt auch. Ne? Man lernt halt Menschen kennen, die man auch so nie getroffen hätte in seinem Leben. Man erfährt Dinge, die man niemals gehört hätte. Also sehr, sehr spannend, Podcast zu machen, finde ich auch. Ja. Total. Das ist auch, was ich einfach mal gemacht habe. Ich habe mich dazu, also ich wusste schon, irgendetwas in diese Richtung muss ich mal machen. Und habe, glaube ich, auch meine Familie und meine Freunde so gesehen. Ja. Ich habe damals, als ich mal einmal den Job gewechselt habe, habe ich ein Podcast-Mikrofon zum Abschied bekommen mit dem kleinen Nachsatz ungefähr, nun mach es doch endlich, geh uns nicht auf den Keks. Es gibt ganz viele Sachen, die ich so gar nicht mag oder die ich gar nicht so gut kann. Aber das Erzählen, ich hatte noch nie, und das ist mir wirklich so bewusst geworden, wenn man sich mal ein bisschen auch mit sich selbst beschäftigt, was man ja manchmal machen muss, mir ist es noch nie schwer gefallen, irgendwo vor Leuten zu stehen und zu quatschen, irgendwas zu erzählen oder zu präsentieren oder so. Mhm. Wenn man damals in der Schule so Gedichte aufsagen musste, dann habe ich mich auch manchmal als erstes gemeldet, weil ich dachte mir, das finde ich gar nicht so schlimm. Dass ich es dann nicht so gut gemacht habe, ist mal wieder auf dem anderen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Okay. Aber das ist gar nicht so, nie eine Schwäche von mir gewesen und ich habe es auch mal gerne gemacht. Ich war für Unternehmen auf Kongressen, habe Vorträge gehalten, auch wenn es richtig, ich sage jetzt mal, richtig groß war auf richtigen Ärztekongressen oder Gesundheitskongressen mit Mikrofon und Scheinwerfer und Kamera. Da dachte ich mir, okay, wenn ich das Thema ein bisschen verstehe, dann brauche ich noch nicht mal Stichpunkte. Das mache ich dann so aus dem FF. So. Und da ich aber im Gespräch, so wie du es ja auch sagst, man lernt ja Menschen kennen. Ich habe ja keinen Themen-Podcast. Ich habe ja auch keinen Laber-Podcast, sage ich jetzt mal, sondern ich wollte mir Gäste einladen, weil das ist das, was ich auch so seit Ewigkeiten konsumiere. Ich mag Biografien, ich mag ein bisschen Geschichte, ich mag natürlich Menschen
Und das erfährt man natürlich im direkten Gespräch, so wie wir. Wir haben uns zwar vorher schon online mehr oder weniger so ein bisschen kennengelernt und gesehen und gefolgt und verfolgt, aber das Gespräch macht, das ist ja nochmal was ganz... Ja, das ist eine ganz andere Ebene, ganz andere Ebene, die man zu den Menschen dann aufbaut, ja, genau. Ja, krass. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen von früher. Wie bist du aufgewachsen, so in Mecklenburg? Wie stelle ich mir da vor? Warst du so auf dem Ländle, oder... Ich war in der Tat auf dem Ländle. Ich habe 10 Jahre, also ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden, eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Wenn ich oft gefragt werde, wo kommst du denn her? Und ich sage, Warenmüritz, sagen alle, Warenmüritz. Das ist wirklich ganz toll. Also wenn du es mal googeln magst, du wirst überrascht sein. Nee, also eine ganz tolle Kleinstadt, ich glaube 21 oder 22.000 Einwohner, so am Hafen, ne, inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte und im Müritz Nationalpark, ist auch relativ groß. Bin ich ganz, also bescheiden, ich sag mal ganz normal aufgewachsen, hatte eine ganz normale, gute Kindheit, ich habe eine ältere Schwester und wir sind dann auch aufs Land gezogen, haben da 10 Jahre auf dem Land gewohnt, so in der Nähe meiner Großeltern, die auch so eine Art, also das war kein direkter Bauernhof, aber sie hatten auch Tiere, sie haben angebaut und ich sag jetzt mal so eine ganz bodenständige, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so eine ganz bodenständige Kindheit. Wir hatten damals, also ich habe gefühlt Trilliarden von Cousins, ja. Nur eine Cousine, aber alles andere sind 45.000 Cousins. Ach, und aber eine große Familie. Okay. Und wir hatten auch mal so Tage, da haben wir unseren Großeltern geholfen, so Tiere zu schlachten und zu verarbeiten. Also wir waren so richtig, das war so täglich Brot, wir haben immer geholfen. Wir haben alle Kartoffeln gegraben auf dem Feld, wir haben weiß der Kuckuck. Und das ist aber relativ spannend, weil es gab oft die Situationen, dass unsere Großeltern am Essenstisch, wenn wir denn so alle da saßen, gesagt haben, alles ist von unserem Hof, was hier gerade auf dem Tisch ist. Ja, man kriegt dann so ein Gespür dafür, finde ich, so für Jahreszeiten, für Saisonfrüchte und Gemüse und so, genau, ja. Und ja, da ich aufgewachsen bin, kannst du nochmal zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht. Und ich hatte damals schon das Gefühl, okay, da, wo ich aufwachse, das ist, glaube ich, schon schön. Wir hatten so einen großen Hafen, da hat man sich dann immer getroffen. Dann ist man mal aufs Boot gegangen und irgendwie rausgefahren und so weiter und so fort. Und das Tolle ist, viele sagen, ja, okay, auf dem Land groß werden ist wahrscheinlich gar nicht so spannend. Tja, liebe Stadtkinder, das ist eigentlich, und du nickst gerade so, eigentlich viel spannender, finde ich. Ja. Weil auf dem Land, was hat man gemacht? Alles hat man gemacht, weil da keiner zugeguckt hat. Gell? Genau. Wir sind mit 13, 14 Trecker gefahren auf dem Feldweg oder Moped gefahren. Das hat man einfach schon gelernt. Und wir waren relativ viele, sag ich mal, Kinder oder Jugendliche in den verschiedenen Altersklassen, sodass wir jetzt nicht einsam waren, also meine Schwester und ich. Wir hatten ganz viele Schulfreunde und jetzt auch Freunde auf dem Land. Und ja, ich habe danach, nach dem Abitur, habe ich meinen Zivildienst gemacht. In der Pflege, genau. Es war auf einer Dementenstation, auch in Warenmüritz. Und danach bin ich dann nach Neubrandenburg gegangen. Das ist nicht in Brandenburg, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern. Habe da studiert, Pflegewissenschaften und Management studiert und bin dann danach nach Berlin gegangen. Genau. Ja. Also der Berufswegen war Berlin so dein Anlaufpunkt? Ja. Ja, okay. Genau. Okay. Liebe und Beruf, sage ich mal, war damals der Grund, auch nach Berlin zu fahren oder nach Berlin zu ziehen. Berlin war aber nie fremd für mich. Ich habe ganz viele von den Trilliarden Cousins, wohnen hier, ich sage es mal, 80%. Ja, okay. Ich habe ja auch 2 Tanten und ja, von daher kannte ich schon als Kind oder schon von früher Berlin. Ja. Und von daher war das jetzt, ist auch nicht so weit weg. Das war jetzt keine obstruse Idee, nach Berlin zu gehen. Ja. Ich bin aber der Einzige aus meiner Familie, der nach Berlin gegangen ist tatsächlich. Alle anderen sind noch in der Heimat, umso besser, weil so habe ich wenigstens immer einen Grund, auch nach Hause zu fahren. Natürlich, klar. Ja, würdest du sagen, dass du dich auch direkt zu Hause gefühlt hast? Ist ja schon eine Umstellung nach Berlin, auch wenn du sagst, ja, genau. Mhm. Schon, ich bin da aber relativ, ich will nicht sagen einfach, aber ich brauche es einfach, so für meine Verhältnisse brauche ich einen Rückzugsort und
und ja. gemütlich. Ja. Und ich glaube, dann kann fast überall, kann ich überall ein Zuhause haben. Okay, also da. Okay. Und ich wusste das auch, ich mochte auch ein bisschen den, ja, vielleicht habe ich es auch gebraucht, Großstadt-Flair, es hat ja nun mal Berlin, total. Mhm. Ja. Ja, ja. Ist natürlich auch, was man so als Anfang 20 war, da findet man das ja noch cool, Anonymität in der Stadt, die Clubs auszuprobieren, die Größe der Stadt auszunutzen, stundenlang in der S-Bahn zu fahren, weil man sagt, oh, ich fahre jetzt so ganz lange S-Bahn, weil ich ja da und da hin muss. Ja, ich muss mir eine Socke im KDW kaufen, weil ich sagen will, oh, ich musste ins KDW und habe mir da einen Strumpf, eine Socke, was weiß ich, gekauft. Ja. Das ist schon so ein bisschen High-Society-Feeling, ne? So, dass man Berliner. Ja, aber auch nur das Feeling. Vieles ist ja nicht High-Society in Berlin. Ja. Berlin ist alles andere als High-Society, aber so das Feeling. Und ich habe das genossen. Ich wohne hier, wie gesagt, im Prenzlauer Berg. Ich mag auch, ja, das ist, glaube ich, schon was ganz, ganz Besonderes, wenn man im Kiez aufwächst und man hat das Kiezleben. Man hat ganz viele Cafés und Bars und Restaurants und Clubs gibt es leider nicht mehr so. Aber das ist ja auch so, also ich kann das auch relativ gut zelebrieren, wenn meine Mutter mich manchmal besuchen kommt, der hat dann gesagt, komm, lass uns einen Korb schnappen und lass uns wie in einem französischen Schwarz-Weiß-Film über den Gemüsemarkt am Kolbitzplatz gehen. Ja. Das ist doch toll. Also das ist romantisch. Das, ja, das ist romantisch. Ja, da kommt so ein bisschen Romantik in die Stadt rein. Ne? Ja. Was würdest du sagen, sind so deine Highlights von Berlin? Örtlich jetzt, meinst du? Oder? Meine Highlights in Berlin? Oh, das ist eine gute Frage. Also definitiv erstmal mein Zuhause, weil das ist immer mein Ausgangspunkt. Ja. Ich habe, das ist das alte Museum. Ich mag Museen ganz gerne. Da bin ich immer öfter anzufinden, auch allein. Ich finde sowieso, es macht doch gar keinen Sinn, zu zweit oder zu dritt ins Museum zu gehen, wenn man sowieso sich alleine durch die ganzen Kunstwerke laufen oder durcharbeiten muss. Also dann bin ich dort oft zu finden. Also gerade dieser Platz auch zur alten Nationalgalerie. Ich mag die Komische Oper. Auch als Ort, also jetzt nicht nur in drinnen, aber ich glaube, du wolltest was anderes rausfinden. Ja, ich mag so den Kollwitzplatz bis zum Wasserturm. Ja. Grunewald zum Durchlaufen, also zum Spazierengehen. Ja, aber ich glaube, ich habe gar nicht so Lieblingsorte, glaube ich. Ja, weil, okay. Nee. Nee. Okay. Und was kotzt dich an? Was würdest du sagen, ist jetzt, könnte man in Berlin auch weglassen? Ob Örtlichkeiten oder was auch immer, was dich stört? Kann ich dir ein paar Personen nennen? Du, ja, ich schreibe mit. Allen, die ich weglassen kann. Nein, Spaß beiseite. Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Ich glaube, man kann ganz viel weglassen, aber ich will mich so gar nicht so darauf konzentrieren. Aber manchmal finde ich einfach, aber es ist kein Berlin, also keine Berlin-Sache, finde ich die Lautstärke einfach anstrengend. Also ich bin ich habe früher immer gedacht, so als Kind oder als Jugendlicher, ich bin lärmempfindlich, aber ich bin geräuschempfindlich. Also ich glaube, so Dauerbeschallung, das nervt mich noch nicht mal, aber das zieht bei mir Energie und Akku, sodass ich das nicht immer mag. Und ich mag diese, wie soll ich sagen, oberflächliche Boshaftigkeit. Einige sind manchmal, die benehmen sich wie Rüpel. Meine Mutter hat immer früher gesagt, wie ein Gartenschlauch. Ja? So, wenn du den aufdrehst und keiner hält den, ne? Denn so zu allen Seiten und ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, sonst habe ich jetzt nicht, was mich nervt. Okay. Ich könnte sagen, die Bahn fällt oft aus. Ja, damit beschäftige ich mich gar nicht. Also, das will ich Würdest jetzt nicht du sagen, Berlin ist deine Zukunft auch? Das würde ich nicht sagen, auch weil ich glaube, ich bin sehr, sehr, sehr offen. Ich würde auch noch mal ins Ausland ziehen für eine gewisse Zeit. Ich wäre vor ein paar Jahren, also da war die Idee relativ konkret, nach München zu ziehen. Aufs Land zu ziehen ist derzeit keine Option oder wieder zurück oder sich verkleinern. Das sehe ich irgendwie gerade gar nicht so bei mir. Und Berlin, meine Zukunft, also ich bin offen für alles. Ich kann manchmal so gar nicht, also natürlich kann keiner in die Zukunft gucken. Ich sehe mich aber eher schon in Berlin erstmal, weil ich fühle mich hier wohl. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo man sagt, oh, wenn sich das verändert, dann würde ich Berlin oder Deutschland verlassen, wenn man sich ein bisschen die politische Entwicklung sich anschaut. Aber für mich gibt es derzeit keine Alternative zu Berlin. Ich mag Hamburg sehr gerne, ich mag München, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Aber da war
Ja, bist du offen. Wer weiß. Du nimmst dir die Freiheiten, genau. Du gibst dir die Freiheiten. Freiheit ist so ein Thema für dich, ne? Ja, schon. Schon. Vielleicht liegt es daran, weil 13. Oktober gestern, ich bin Waage. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele Waage-Eigenschaften. Also so Gerechtigkeit. Ich stehe ganz, also sehr, achte ich immer darauf, auf Manieren. Und es ist, glaube ich, nicht nur eine Erziehungssache. Da denke ich auch. Aber das, entweder hat man dafür ein Gespür oder nicht, finde ich. Ja. Wenn man das so mag und nicht unbedingt bei anderen erwartet, aber umso deutlicher wahrnimmt, wenn das auch andere mitbringen. Und ich war schon immer so ein Freigeist. Ich kann mich daran erinnern, so in einer Grundschule oder im Kindergarten habe ich immer ganz viele bunte Kinder gemalt. Also ich wollte so sagen, dass sie alle aus den unterschiedlichsten Ländern kommen und sagen, jeder ist gleich und jeder ist frei und jeder darf alles. Und es gab mal so eine Zeit, da dachte ich mir, warum muss ich mal so anecken? Das haben auch meine Eltern nicht verstanden. Warum ist es manchmal so ein bisschen anstrengend mit mir? Und ich habe es auch nie so begreifen können. Dann habe ich aber so hinterher natürlich, ne? Man lebt das Leben vorwärts, versteht es rückwärts, ja, definitiv. Klar. Dass es so ist, dass ich Sachen wollte, die die anderen nicht gemacht haben. Nur um zu zeigen, es geht auch anders. Man muss nicht immer mit, also Mainstream ist es hier das falsche Wort, aber man kann noch mal was machen, um zu zeigen, alles ist möglich. Oder warum nicht mal so und so denken, weil das zeigt doch denn, dass es irgendwie für alle gleich ist. Also so Gleichberechtigung, auch wenn es so banal klingt, so dahingerotzt klingt, ist es aber gar nicht. Ja. Und warum, ja, also ich habe mir früher auch als Kind und ich kenne diesen, kennst du so einen Weltschmerz, so einen Weltblues? Das habe ich irgendwo mal gelesen und habe gedacht, oh, ich glaube, das habe ich. Oh, das habe ich. Ich habe mich so wiedergefunden, dass ich manchmal gar nicht wusste, wieso habe ich jetzt eigentlich, ich hatte keine schlechte Laune, habe ich wirklich nie. Ja. Es sei denn, man ärgert mich ganz, ganz doll, aber eigentlich habe ich die wirklich gar nicht. Aber wenn ich manchmal so traurig war, dachte ich mir so, ich kann das gar nicht greifen, weil gar nichts großartig passiert ist. Man ist manchmal so ein Weltschmerz. Ich kann mich wirklich von negativen Nachrichten komplett runterziehen. Und wenn ich denn, ich kann manchmal gar nicht, ich sage jetzt mal, die Kinder, die verhungern oder die Obdachlosen in Berlin oder was auch immer, wenn es da zu Dokus kommt, die halte ich manchmal gar nicht durch, weil ich dann danach, das kriege ich nicht gut kanalisiert. Ja, verstehe. So. Und dann denke ich mir, okay, was muss man denn jetzt machen? Was kann man dann machen? Und dann ist es irgendwie so endlos. Ja, es gibt ja keine konkrete Lösung dafür. Es gibt doch keine Grenze, ne, dass man sagt, okay, das betrifft jetzt, es betrifft jetzt ein Thema mal nicht oder so, ne. Das, wie du schon sagst, Weltschmerz, wenn du erstmal anfängst, dann kannst du mit dem Denken gar nicht mehr aufhören, ne. Genau. Ja. Und einfaches Beispiel. Ich mag Hunde sehr gerne. Und ich habe letztens auch schon mal zu jemandem gesagt, ich kann nicht in Berlin an einem Hund vorbeigehen und so sagen, oh Gott, guck mal, das ist ein Hund. Ja, weil ich einfach Tiere sehr, sehr mag. Und ich engagiere mich auch für das Tierheim noch in meiner Heimat. Liebe Grüße dahin übrigens. Und vor denen habe ich gerade eine Postkarte zum Geburtstag ausgepackt, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ja. Habe ich sehr gefreut. Und weil ich bin auch mit Tieren aufgewachsen, auch mit Hunden aufgewachsen. Und irgendeiner meinte, ja, warum hast du denn keinen Hund? Ich sage mal, aus diesem Grund, weil ich Tiere mag, habe ich keinen Hund. Ja. Weil ich gerade in Berlin bin, habe sehr, sehr viel zu tun. Das ist jetzt nicht, oh, ich bin busy, sondern Punkt, ne? Ich habe viel zu tun. Und ich mache auch alles mit Leidenschaft. Ich kann auch Sachen nicht so halbherzig oder leidenschaftslos machen. Und ich engagiere mich für Tierheime, aber ganz ehrlich, ich darf da nicht hinfahren, weil wenn ich da hinfahre, ich nehme alle Hunde mit. Und dann nehme ich sie alle mit. Ja. Und dann will ich meinen Job kündigen und fahre nach Portugal und nach Spanien und wo auch immer und hole alle Hunde. Ja. Und dann könnte ich, also wenn ich irgendwie, wenn irgendwie ein Hund, weiß nicht, wenn man sich so bei Facebook verscrollt, ne, und man bekommt so, man ist in diesem Videoloop und dann auch irgendein Straßenhund, der wird irgendwie misshandelt, da fange ich sofort an zu heulen. Ja, verstehe ich. Ja. Du bist und sehr, dann sehr muss ich aufhören. Ich kann das Video dann auch nicht weitergucken. So. Ja. Und bist du Menschen gegenüber auch so? Also so Menschen deines Umfelds, jetzt nicht vom Weltschmerz, sondern so dein Umkreis, Freunde, Familie, bist du da auch so? Dass ich so sehr einfühlsam bin, da müsste man die jetzt fragen. Ja. Ich glaube, ich habe ein sehr gutes, also Gespür dafür. Ich sehe bei Leuten, aber das ist nicht nur bezogen auf Freunde, so wenn etwas nicht stimmt oder ich so eine Ahnung habe. Ja. So, ist alles in Ordnung? Ja, okay, erzähle, was ist los?
Ich kann das aber gut, also abstellen. Also ich bin jetzt nicht, das ist aber auch erst mit der Zeit gekommen. Früher hat man, also habe ich das auch immer so rausgelassen und die Emotionen und wollte Verständnis dafür und man muss ja dann noch darüber reden und da muss es so irgendwie klar sein. Das kann ich ganz gut einschätzen, weil nicht jeder kann da mit umgehen. Klar. Und das, aber da bin ich schon so, ja, doch, ja. Eigentlich, ja. Aber aber anders als bei diesem Tierthema oder bei diesem Weltblues, Sonntagsblues zum Beispiel Thema, stört mich das bei Freunden nicht. Also das zieht keine Energie bei mir. Ja, ja. So. Ja. Okay. Ja. Ja. Du hast eben erzählt von Empfindsamkeit und Gefühl. Würdest du sagen, dass du deine Entscheidung im Leben auch immer nach Bauchgefühl machst? Mehr Kopf mehr Bauch? Ja, ich kann das richtig super beantworten jetzt. Und zwar, das müssen wir ja echt hier rausschneiden. Hast du einiges zum Schneiden? Ja, auf jeden Fall. Spaß beiseite. Spaß beiseite. Seit 4 Jahren kann ich zu 100% sagen, dass ich Entscheidungen mit dem Bauch treffe. Davor war das nie so wirklich klar. Und davor war mal so, dann ist es mal gut gegangen und mal nicht oder was. Ja. Aber es gab eine Entscheidung in diesen 4 Jahren, okay, die habe ich nicht mit dem Bauch entschieden, da bin ich aber auch wirklich auf den Bauch auch gefallen oder eher auf den Kopf. Ja. Aber ich habe da ein ganz gutes Gespür dafür bekommen. Also ich habe mir auch mal, mit Personen drüber gesprochen, die sich damit auskennen, um auch so zu hören, weil ich finde, jetzt hast du ein großes Thema aufgemacht, ich hoffe, du hast Zeit. Ich habe immer Zeit. Das kann jetzt dauern. Nein, ja. Aber ich denke mir, der Körper sagt dir alles. Das ist definitiv so. Und man muss es einfach nur lernen. Und ich habe zum Beispiel Powernapping, habe ich mir beigebracht. Es hat zwar 3 Jahre gedauert, aber ich kann dir auf den Schlag 20 Minuten wegtreten und ich wache mit dem Gong in 20 Minuten auf. Geil, beim Podcast bleib aber wach. Ja. Aber gut. Ja, genau. Das kann man auf Arbeit übrigens gut anwenden. Nein, Spaß. Ja, aber das ist wirklich, wirklich gut. Und das heißt, man trainiert sich ja selbst. Man hört auf seinen Körper. Und auch da kommt wieder ein bisschen, okay, du ertappst mich jetzt. Da kommt auch so der Freiheitsgedanke durch. Früher war das natürlich, was man ja sehr, sehr gut gemeint hat. Wir essen um 12. Wir essen 18 Uhr zu Abend. Es gibt Abendbrot. Oder am Sonntag bitte um 9 gemeinsam Frühstück. Und ich habe als Kind immer sehr, sehr schlecht gegessen, weil ich nie wirklich Hunger hatte. Ich hatte immer Durst, aber ich hatte nie wirklich Hunger. Seit der Pubertät sah es dann auch anders aus. Da hatte ich richtigen Hunger. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nein, also ich möchte so für mich leben. Und da muss ich mich manchmal zurückschrauben. Das, was ich von mir erwarte, habe ich so vor 10 Jahren auch immer so von anderen erwartet. Er hat gesagt, nein, du musst es jetzt auch machen und nein, das kann wohl nicht wahr sein. Das habe ich auch komplett eingestellt. Aber ich esse nur noch, wenn ich Hunger habe, egal wann das ist, egal. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Wenn ich müde bin, gehe ich schlafen, wenn es der Tag zulässt. Aber es gibt auch einige, die ganz schlecht gelaunt zur Arbeit kommen und sagen, Ma, ich war schon seit 19 Uhr müde, aber da kann ich doch nicht ins Bett gehen. Ich tue es. Wenn ich 19.30 Uhr müde bin, dann sage ich, adios, ich gehe ins Bett. Wenn mir nach Aufbleiben ist, dann bleibe ich auch. Und ich habe so ein Gefühl, also das merkt man ja, wenn man wütend ist oder wenn man sehr enttäuscht ist, wenn man verliebt ist, wenn man was auch immer, denn zieht das ja immer so ein bisschen im Bauch und das muss man einfach zulassen. Und wenn man sagt, okay, alles klar, der Bauch sagt, empfinde ich alles. Den Kopf, den ziehe ich mal zu Rate, wenn ich eine Entscheidung brauche von mir, okay, was sagst du, kannst du mir helfen, aber alles entscheide ich mit dem Bauch. Und das habe ich wirklich bei allen gemacht, das sind ja Kleinigkeiten, wenn ich an einem Geschäft vorbeigehe und sage, oh, die Schuhe, okay. Dann denke ich, nein, die Schuhe, die kaufst du jetzt nicht, weil du hast ja, weiß ich nicht, schon 10 Sneakers oder irgendwelche anderen Schuhe. Aber wenn ich dann 2 Tage einfach an den Schuh immer denke, dann weiß ich, ja, komm, das ist jetzt, kein gutes Beispiel. Aber so treffe ich ja auch Menschen. So treffe ich Berufsentscheidungen. So treffe ich Restaurantentscheidungen. Weil das ist Bauchgefühl. Ja. Und ich verlasse mich zum Beispiel so drauf, dass ich, ich liebe Musik und ich schaue mir jeden Freitag, da kommt immer die neue Musik raus, schaue ich mir alle
Albencover an. Mhm. Und ich kann dir sagen, wo mein Bauch sagt, ach, da hör mal rein. Nur vom Cover. Und ich werde oft bestätigt, dass ich so neue Musik kennenlerne. Ja. Manchmal so ein paar neue Jazz-Alben oder manchmal, also hier habe ich so schon die einige Schmuckstücke so herausgefunden, weil ich mich einfach leiten lasse. Und ja, das finde ich, kann man lernen. Darauf kann man sich einlassen. Aber ich glaube, muss man auch so ein Grundbedürfnis vielleicht nach Flexibilität und Freiheit mitbringen. Und ich kann auch so auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Von daher, glaube ich, kann ich dann sagen, okay, Bauchgefühl, ich verlasse mich drauf. Aber umso schlimmer, oder nicht umso schlimmer, aber umso prägnanter ist es auch, wenn mein Bauchgefühl sagt, es kam auch schon vor und es hat wirklich lange gebraucht, um das zu verstehen, aber auch Verständnis bei Freunden zu erlangen, wenn ich Beispiel auf einer Party, wunderbar, große Gruppe, lange nicht gesehen, toll gegessen. Wir haben uns um 8 getroffen und um 22:15 merke ich, ich bin müde oder ich will nach Hause. Denn klar, was macht man? Man hält durch und man quält sich vielleicht. Man quält und man sich, weiß, genau. Morgen muss ich irgendwie dann doch irgendwie früh raus. Und das habe ich auch seit ein paar Jahren eingestellt und dann ziehe ich mich zurück und gehe. Zwar nett natürlich und freundlich, mache jetzt keinen wortlosen Abgang, aber da habe ich auch da muss man auf sich hören. Das sind ja nicht immer nur die schönen Momente, wo man sagt, ach, wunderbar, jetzt kaufe ich mir wieder den tollen Pullover. Klar, dass mein Bauch gesagt hat, bitte kauf, Meine Bankangestellte, die fällt immer in Ohnmacht und ich sage, ja, mein Bauchgefühl hat gesagt. Nein, so natürlich nicht, aber auch in schlechten Momenten kriegst du es ja dann auch raus. Und das ist auch dieser Moment, also oder so ein Bauchgefühl, der mir sagt bei einer Person, der Person geht es gerade nicht gut oder da ist irgendetwas. Ja. Und es gibt einen Spruch, den kriege ich gar nicht mehr zusammen. Das wüsste die Anja, eine Freundin von mir. Sie meinte, es gibt den 7. oder den 8. Sinn, und zwar das ist das Bauchgefühl, das haben die Götter das haben die Menschen verlernt und deswegen haben die Götter das dahin ich krieg's gerade gar nicht. Nee, okay. Sorry, das ist ein bisschen ich weiß nicht mehr, aber irgendwie geht es darum, dass der 7. Sinn in dem Bauch versteckt wurde bei Menschen und daher man vom Bauchgefühl spricht. Ja. Wie ist es denn, ich darf ja auch eine Frage stellen. Immer. Wie, genau, weil ich finde es natürlich ganz spannend. Ich weiß, ich erzähle aber ein bisschen viel, aber ich habe immer so 10.000 Beispiele gleich im Kopf möchte die auch immer gleich erzählen. Ja. Aber wie ist es bei dir? Man sagt ja nicht ohne Grund, da war ich verkopft oder ich bin gerade so verkopft und kriegt irgendwie keinen Ausweg. Oder so Bauchgefühl, man kann sich ja auch verleiten lassen. Ja. Ich weiß nicht, ob es immer richtig ist. Ja. Für mich ist es immer richtig gewesen, weil auch hier vielleicht das Positive, guck mal, jetzt habe ich eine Frage gestellt und erzähle einfach weiter, das ist auch clever, oder? Aber das ist, manchmal finde ich keinen Ausknopf. Übrigens wache ich auch morgens so auf, zur Überraschung all der Leute, die immer neben mir im Bett geschlafen haben, die gesagt haben, es kann aber nicht wahr sein, es ist ein Gerücht, es ist kein Gerücht. Das habe ich von meinem Vater, vielen lieben Dank dafür. Ja. Ich kann die Augen aufschlagen und bin on fire. Ja, so, aber on air. Wie ist es bei dir? Ich brauche morgens schon so ein bisschen meine Ruhe, aber um auf deine vorherige Frage, ich bin kein Morgenmuffel, aber ich starte gerne ruhig in den Tag, sagen wir mal so. Aber um auf deine vorherige Frage mal zurückzukommen, ich habe immer gedacht, dass im Laufe des Älterwerdens ich vielleicht auch mal Entscheidungen treffe, die von vornherein für mich gut sind oder wo ich im Nachhinein noch mit zufrieden bin. Aber ganz oft erwische ich mich dabei, dass ich denke, okay, ich muss eine Entscheidung treffen. Was sagt dein Kopf? Was sagt dein Bauch? Oder ich sage auch oft Herzensentscheidung, ne? Und dann denke ich mir, okay, ich treffe diese Entscheidung im Nachhinein, hättest du noch mal eine Nacht länger drüber geschlafen. Weißt du, weil ich dann einfach, ich gehe viel mit dem Bauch wie du ran, aber ich treffe viele Entscheidungen gar nicht für mich speziell, sondern mehr für andere und reg mich danach aber darüber auf, dass diese Entscheidung doch hätte noch ein paar Tage. So, genau. Und ich habe gedacht, im Alter hört das auf bei mir, aber es ist leider noch nicht so. Mal gucken, vielleicht kommt das. Okay. Spannend. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ja, ich muss niemals über Sachen eine Nacht schlafen. Ich mache das manchmal, aber das hat null Sachen, also keinerlei Gedankengänge verändert. Ja. Ich habe auch schon Vorgesetzte gehabt, die sagen, klar, ich möchte keine Entscheidungen so ganz ad hoc fällen.
ich muss doch über 2-3 Nächte schlafen. Oder manchmal Kollegen oder Mitarbeiter, wie auch immer, die dann sagen, okay, vielen Dank für den Input, das möchte ich gar nicht entscheiden. Und da auch wieder der Punkt, manchmal habe ich das auch so eingefordert von wegen, nee, es ist doch ganz klar, du musst doch jetzt auch entscheiden. Oder ist doch, habe ich euch doch veranschaulicht gerade, das muss doch jetzt klar sein für euch. Mhm. Ist es ja natürlich nicht. Ich bin da relativ fix und dann ist es auch, also für mich, durch. Das heißt, wenn mein Bauch sagt, ich wäge gar nicht ab, Bauch oder Kopf, ich frage nicht immer beide, sondern ich höre auf meinen Bauch. Manchmal, wenn der Kopf dazukommt, dann höre ich. Lässt du ihn auch gewähren, meistens, genau. Manchmal, nicht immer. Und ich habe zum Beispiel während der Corona-Zeit meinen Job gewechselt. Ja. Und zwar eine Bauchentscheidung. Ja. Und alle, selbstverständlich, Freunde von mir haben gesagt, bist du irre, mach das nicht. Weil gerade unsicher und so und Kurzarbeit und wer weiß und wie lange und warum. Und er sagt, nein, freiheitsliebender Mensch, ich mach das. Und ich war irgendwie bestärkt. Ich habe eine Richtung so gewusst, wo es hingehen soll. Und es ist alles so eingetreten, wie ich es wollte. Und das hat das toll. Das ja, super. Perfekt. Das freut mich sehr für dich. Was würdest du sagen, war so deine größte Lebensentscheidung? Meine größte Lebensentscheidung? Wow. Oh Gott, wenn ich das sage, klingt es total doof. Aber sag es. Meine größte Lebensentscheidung ist wirklich einfach zufrieden sein. Ach schön, ja. Grundeinstellung zu haben. Ja, ich habe jetzt keine riesigen Entscheidungen getroffen. Oder sie waren alle so groß, dass ich jetzt irgendwie eine Menge dir erzählen könnte. Aber es war jetzt nicht der Umzug und es war jetzt auch nicht der Jobwechsel, wie auch immer. Sondern es ist einfach die Sache, dankbarer zu sehen. Und ich meine jetzt nicht glücklich sein, weil ich habe extra zufrieden sein gesagt. Weil ich finde, zufrieden sein heißt einfach, du bist ja in diesem Moment, ich bin jetzt irgendwie zufrieden. Und ich konnte schon auch aus Kindheitstagen so die Schönheit in kleinen Dingen so sehen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben uns einmal mit meiner Familie, haben uns mal so ein Haus angeguckt, als wir umziehen wollten. Da war ich ganz klein, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal, und genau, dann haben wir irgendwie ein Zimmer gesehen, ich glaube, es war das Arbeitszimmer oder sollte ein Arbeitszimmer sein von meiner Mutter, und da war eine kleine Ecke und die war so lichtdurchflutet und da war irgendwie so ein Weg nach draußen. Ich habe gesagt, die Ecke, das wird mein Kinderzimmer. Und meine Mutter, ach Gott, der Kleine ist ja nicht ganz dicht gerade, ja. So, aber ich habe gedacht, ganz ehrlich, mir würde, und da kommt vielleicht das Romantische durch, mir würde so eine kleine Ecke zum Spielen einfach reichen, weil die Ecke so schön ist. Ja. Das ist mir so, ich habe so ein ganz scharfes Gedächtnis manchmal, dass mir so Sachen in Erinnerung bleiben, die alle anderen nicht mehr wissen. Und ich spreche immer so, guck mal, wenn ich auch einen Sonntagsblues habe, habe ich natürlich auch was dagegen hilft. Wenn ich auf der Couch sitze und die Fenster sind zu, damit die Straße nicht so laut ist. Ich mache eine Kerze an und lege eine alte, okay, vielleicht bin ich auch einfach, also ich habe manchmal gedacht, ich war doch bestimmt früher 80 Jahre und war Jazz-Bassist in New Orleans. Ich glaube, das passt eben so zu mir. Und wenn ich in meine, so eine Art Schaukelstuhl, also ich habe eigentlich so einen richtigen Gartenstuhl, den habe ich aber bei mir drin in der Wohnung. Okay. Wenn ich da drin liege und ich habe eine Kerze an und mache mir sonntags eine Jazzplatte an und mache mir auf dem Rechner bei YouTube Kaminfeuer an, keine Ahnung, dann denke ich, toll. Ja, ultimatives Gefühl. Ja, schön. Vielleicht schön. War das die beste Entscheidung. Ja, bisher. Hört sich gut an. Was meinst du, was für Träume du dir verwirklicht hast bis jetzt? Und was worauf arbeitest du noch hin? Oh, das ist auch toll, Träume, weil so darüber nachzudenken, finde ich, macht ja total Spaß, ne? Wenn man Träume, also ich habe schon, glaube ich, alles erreicht, was ich bis dato erreichen wollte. Ich hatte aber keine große Liste. Ich habe eine kleine Bucketlist, glaube ich, aber mal nehme ich sie ernst, mal nehme ich sie nicht ernst. Ja. Ich habe Sachen erreicht, also klar, ich habe mir Reiseziele erfüllt und ein großer Traum, ein großes Thema war immer Ägypten. Ja, da war ich auch und da habe ich auch die ganzen Touren mitgemacht. Ich wollte mal Ägyptologie studieren. Ach, cool. Und zu Corona-Zeiten habe ich an der Pennsylvania University in den Staaten ein Semester Ägyptologie studiert. Ach, was, echt krass, Junge. Und habe
die ersten Prüfungen gemacht, natürlich auch bestanden. Und ja, also das sind so ein kleiner Traum. Ich glaube, der Podcast ist auch so ein kleiner Traum gewesen. Ja. Nicht, dass ich schon immer mal einen Podcast machen wollte, aber ich wollte immer mal was in diese Richtung tun, um den ersten Schritt zu gehen. Ja. Und ja, ich wohne in Berlin und ich komme gut klar. Das sind auch so die Träume. Ich habe noch ein bisschen was auf der Liste. Ich möchte wirklich irgendwann, wenn ich Platz habe, vielleicht mit ein bisschen Auslauf im wahrsten Sinne, würde ich wirklich gerne so ein, zwei Tiere aus dem Tierheim einfach aufnehmen. Und schön. Höre ich da übrigens gerade einen Hund? Ja, der wird vernachlässigt, weil alle sind nach oben gegangen. Ich habe alle nach oben geschickt. Ich da so, ich nehme Podcast auf. Ja, mit mir, aber den ich Hund möchte keine anderen Leute sehen. Das hast du ganz richtig gemacht, weil wenn ich reinkomme, haben bitte die anderen diese Öffentlichkeiten zu verlassen. Aber den Hund haben sie wohl vergessen. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, ich habe ja extra gewünscht, genau. Ja. Überall, wo ich hinkomme, sondern genau, weiße Orchideen, Hunde und alle anderen müssen weggehen. So möchte ich immer meine Locations haben. Genau. Ach, Träume. Ach Gott, da könnte man jetzt philosophisch drüber sein, aber Träume erfüllt. Sind denn Träume jetzt etwas, was. Du meinst, was unerreichbar ist? So schwer ist zu erreichen? Oder ist das auch ein Traum von wegen, ich habe mir jetzt eine Einkaufswohnung gekauft, wow, ist ein Traum. Ich weiß nicht, also wie würdest du das für dich definieren? Sind es einfach Ziele, Lebensabschnitte oder was sind so Träume? Also ich glaube schon, dass Ziele sind, die man sich setzt und die man erreichen kann, weil man darauf hinarbeitet. Ich glaube, dass Träume auch Dinge sind, die man erreichen kann, aber dass die noch aktuell irgendwie so weit weg sind, dass man die einfach noch gar nicht so greifen kann. Weißt du, wie ich das meine? Zum Beispiel mein Traum wäre, irgendwann mal wirklich Großmutter zu sein und von wirklich vielen Enkelkindern. Weißt du? Das ist ja süß. Ja, sowas halt, ne? Oder okay. Ich habe geplant, was heißt Träume, das ist eher ein Ziel. Nächstes Jahr, mein Mann und ich, wir sind übrigens sehr unsportlich, das noch vorneweg, aber wir wollen gerne den Jakobsweg laufen nächstes Jahr. Jetzt keine Riesenstrecke, ne? Sowas. Das finde ich toll. So ein bisschen, das wollen wir aber auch zusammen machen, so gezielt zusammen, weil du musst wissen, wir sind Eltern von Kindern, also wir haben eigentlich getrennte Kinder sozusagen. Er hat aus erster Beziehung 2 und ich habe aus erster Beziehung 1. Und wir haben eigentlich unser Leben lang irgendwie nur mit unseren Kindern jetzt auch zu tun gehabt, so, ne? Also man ist irgendwie von zu Hause weg und ich war auch früh Mama und immer mein Kind um mich rum und unsere Beziehung bestand eigentlich nur darum, dass wir natürlich auch Eltern sind, ne? Und wir unsere Kinder auch nicht aus dem Fokus lassen wollten. Aber wir wollten einfach mal so eine Woche für uns haben und nicht wirklich Urlaub machen, irgendwo liegen und braun werden und wieder abgeholt werden nach 7 Tagen. Sondern wir wollten wirklich etwas machen, woran wir uns immer unser Leben lang zurückerinnern wollen, ne? Und das ist unser Ziel halt für nächstes Jahr im September. Eine Woche also laufen. Sind die Träume in greifbare Nähe gerutscht? Aber was sind denn Träume, weil du mich auch gerade gefragt hast, welche Träume hast du denn schon erreicht? Das ist echt eine gute Frage. Ja, das ist wirklich schwierig, weil ich weiß gar nicht, was damals ein Traum war. Genau, was damals ein Traum war, genau, und was dann wirklich in Erfüllung gegangen ist. Ich glaube auch, dass Träume so im Laufe der Zeit halt kommen und vielleicht auch Träume erst dann Träume sind, wenn man sie schon wahrgemacht hat, wie zum Beispiel selbstständig zu sein für mich in der Hochzeitsbranche, Menschen mit Emotionen zu helfen und einfach für Menschen auch da zu sein. Das ist auch ein Traum, den hatte ich aber vor 10 Jahren noch gar nicht. Der kam so im Laufe der Zeit und das konnte ich mir erfüllen und lebe jetzt auch so meinen Traum, weil es ja nun mal auch mein Beruf ist, meine Berufung. Ja, also ich glaube, Träume müssen gar nicht so in der Zukunft sein, die kann man halt auch schon erreicht haben. Ja. Ja, ja, wahrscheinlich ist eine große Definitionssache. Träume, die noch in der Zukunft liegen, da habe ich auch ein paar. Also ich habe immer mal aus Spaß gesagt, aber das ist vielleicht auch so ein Traum, wenn Barbara Schöneberger sich mal ganz schrecklich erkältet, ja? Ja. Und sie mal nicht die NDR-Talkshow moderieren kann. So, da würdest du dich opfern für. Und ein blondes Gift gesucht wird, ja mei, dann bin ich ja auch nicht, bin ich auch ganz bescheiden, würde sagen, die hat auch ich springe kurzfristig Podcast ein. Übrigens, ne? Ja.
Ich glaube, ich habe schon mal kurz davon gehört. Ja, ja. Mit den Waffeln einer Frau heißt der. Ich weiß, genau. Ja, ja, das, ja. Das ist auch cool. ein toller Podcast. Ja. Der ist auch ganz, ganz, ganz unterhaltsam. Und das wäre zum Beispiel ein Traum. Also das ist auch ein Traum, wo ja. man weiß, es ist auch schön zu träumen, der ja, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt in Erfüllung geht. Ja? Ja, oder ja. auch tatsächlich mal vielleicht 1-2 Jahre im Ausland zu leben. Nicht unbedingt in meinem Beruf, sondern vielleicht was Karikatives zu machen. Ja. Und ja, das sind Träume. Aber ansonsten bin ich relativ schwierig, so weit im Voraus zu planen. Ja. Denn lebe ich erstmal so, ich plätschere genau. so. Ja, also, das mache ich ja. auch. Ja, ich warte ja. alles ab. Und die Ideen und die Ziele und Träume, die kommen auf dem Weg. Also das denke ich auch, dass man das gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich im Teenagerjahren mir schon gedacht habe, hey, das will ich mal werden. Ich wusste eigentlich nie, was ich beruflich werde. Ich habe dann irgendwann auch die Ausbildung genommen, die ich irgendwie gekriegt habe und bin im kaufmännischen Bereich gegangen, obwohl kaufmännisch eigentlich nie so mein Ding war. Aber gemerkt habe, dass das irgendwie so den Weg geebnet hat für das jetzige Leben. Also alle Entscheidungen, ja. die ich getroffen habe, die wichtigen Entscheidungen, so die mein Leben irgendwie auf Bahn gelenkt haben, das waren immer die richtigen, ne? So viel wieder zum Bauchgefühl. Ja, cool. Ja, schon. Das, ich glaube, es werden auch zum Schluss immer die richtigen sein, weil wenn man daran jetzt nicht zugrunde geht, hat man ja auch seinen Weg gefunden und der ja. verändert einen ja auch. Wie du sagst, wenn ich jetzt vielleicht was ganz anderes damals gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht, dann wäre ich auch sicherlich eine ganz andere Person, würde vielleicht ja. woanders leben ja. und so weiter und so fort. Vielleicht hätte ich jetzt 3 Hunde um mich herum und weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das denke ich schon. Ja, cool. Schön. Was hast du unseren Podcast-Gästen noch mitzu oder Podcast-Zuhörern noch mitzugeben? Ach, was habe ich euch mitzugeben? Ganz viel Liebe, ganz viel Wärme möchte ich euch natürlich mitgeben. Ich denke, es hilft ganz ungemein, wenn man sich nicht allzu ernst nimmt. Ja. Wenn man das, ich wollte gar nicht, guck mal, was du aus mir herauskriegst. Alles, das kann ich. Ich habe gedacht, das wird, ja, ich werde irgendwas Lustiges erzählen, aber so philosophisch ja. wollte ich gar nicht werden. Und also ich glaube, jeder sollte seinen Weg gehen. Also und wirklich nur bei sich bleiben. Ich habe ein relativ, also so für mich ein normales Leben, einige würden sagen, ein ganz verrücktes Leben. Ich habe eine super Tagesstruktur, mit der ich super fahre. Und das kann ich aber von niemandem anders verlangen. Ja? Also ich habe zum Beispiel Tage, also ich stehe 5.30 Uhr auf und gehe laufen, weil ich es mag und komme zurück und esse dann erst um 12 was und habe dann noch bis 22.30 Uhr einen Podcast-Termin oder yeah. irgendeine andere Aufnahme, weil ich irgendwie auch überall so rumspringe und ich bin irgendwie erschlagen, aber glücklich. Und ich habe irgendwann aber aufgehört, also mich darüber trotzdem zu definieren. Und ich mache es einfach. Und weil es einfach, also mir gut tut. Also ich glaube, man sollte einen Weg finden, was zu einem passt. Ja. So, was sind so deine Stärken, ne? Nicht unbedingt, was sind auch deine Schwächen, weil die sind egal. Und mach doch das, was dir relativ gut gefällt und gut gelingt. Dann, glaube ich, kommt man automatisch in die richtigen Bahnen. Und ja, zum Beispiel gestern hatte ich ja Geburtstag und ich bin aufgestanden und habe mir so gedacht, weil ich hatte frei, ich habe mir Urlaub genommen. Was mache ich denn heute? Ich habe noch den Vormittag frei. Dann habe ich mich hingesetzt, habe mir einen Kaffee gekocht, obwohl ich gerade Intervallfasten mache und ab 12 Uhr erst Kaffee trinke. Habe ich gesagt, nein, ich koche mir einen Kaffee, ich setze mich auf meinen Liegestuhl hier und habe mir 2 Folgen Die Nanny angeguckt. Ich dachte, cool. Ja, komm, ich mache es jetzt einfach, darauf hatte ich Lust. Ja. Und ja, es geht da draußen eine Menge los, das wissen wir. Es sind auch nicht so schöne Zeiten, wir sollen aber alle bitte nicht ganz so uns nicht verrückt machen. Ja. Und einfach bei sich bleiben und es gibt auch schöne Sachen. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das Schöne im Fokus behalten. Das Schöne im Fokus. Du merkst, ich kann irgendwie Sachen gar nicht so gut auf den Punkt bringen, weil ich denke, okay, irgendwas muss ich jetzt noch sagen. Irgendwas, was so handfest ist. Sonst denken sie, oh Gott, was ist denn mit ihm bitte schön los? Aber ja. Und ich finde, du hast eine mega Lebeneinstellung, ja. Ja, also das Komische ist ja, das sagen ja immer andere. Das ist ja interessant. Man selbst denkt sich ja, gut, ich
ich gebe mir halt Mühe. Mhm. Aber das sagen ja immer die anderen überein. Von daher ist es immer relativ spannend. Man hat natürlich auch Vorbilder, so wie einige funktionieren. Oder ich kann Inspirationen aus so Sachen auch so mitnehmen, wo man sagt irgendwie, super, das finde ich cool, das probiere ich aus, dabei bleibe ich. Oder so. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was sind deine größten Vorbilder? Ach Gott, ja, die Frage. Ja, ich bin doof, ich weiß. Nee, du bist ja gut, das ist ja das Thema. Natürlich, jetzt habe ich dir das hier präsentiert auf einem Silbertablett und mir fällt das irgendwie gar nichts ein. Also, deine Vorbilder, das sind manchmal natürlich Alltagsmenschen. Mhm. Ich muss gestehen, natürlich ist, ich sage es mal, Barbara Schöneberger vielleicht ein Vorbild, weil sie überhaupt nicht auf den Mund gefallen ist und relativ locker und auch überhaupt nicht mit so einer verbissenen Ernsthaftigkeit ihr Business total rockt, natürlich auch, ja. So, und ich habe Vorbilder natürlich in meinen Eltern gefunden, wie man mit Sachen umgeht. Das sind ja auch manchmal, also nicht meine Eltern, es gibt auch manchmal so negative Vorbilder, das habe ich auch gehabt. Das sind manchmal Vorgesetzte, das sind manchmal Kollegen, das sind manchmal Kunden, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht, das brauche ich nicht. Und das habe ich auch total abgestellt. Ich habe manchmal so Vorbildern, wenn man so in Ex-Beziehungen guckt, wo man sagt irgendwie, wunderbar, das habe ich daraus gezogen, das kann man wunderbar umsetzen. Vorbildern in einigen Geschichtsfiguren, wenn ich so meine Geschichtsbücher lese. Also ich glaube, ich habe jetzt kein Vorbild wie Boris Becker, weil ich Tennis mag. Und ich glaube, ich möchte ein Vorbild sein. Jetzt nicht für... Schön, Also, Vorbild. Hey, schön. Also bitte. Ja, also wenn ich... Guck, was ich also erreicht habe. Also wenn ich kein Vorbild bin, also dann weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich. Nein, Spaß beiseite. Nein. Ja. Du bist ein ganz toller Mensch, Matze. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich habe ich dein Ego-Pflänzchen jetzt ein bisschen bewässert, da freue ich mich. Oh Gott, guck mal, da wird mir gleich so warm, da muss ich jemand Strickgäppchen hier ausziehen. Ja, du bist auch ganz rot, ich sehe das, ja. Ja, das ist übrigens, guck mal, ich bin ja Hauttyp 1, blonde Personen werden immer rot und ich werde wirklich immer rot. Man kann, wenn ich irgendwo hingehe und ich bin verknallt, dann glaube ich, das kriegen leider alle mit. Das ist tatsächlich so. Es hat noch nie funktioniert, dass ich es verheimlichen konnte. Süß, sehr schön. Ja. Nee. Also wie das Schicksal uns zusammenführte, man weiß es alles irgendwie nicht, aber es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Es war sehr toll. Ja, mich sehr wohl gefühlt. Ja, das freut mich. Du hast wirklich tolle Sachen erzählt, ganz offen und ich freue mich, dass du dich uns allen mitgeteilt hast und dass du uns einiges mitgegeben hast als unser neues Vorbild. Oh je, jetzt habe ich dir natürlich einen Spruch gelassen zum Schluss. Also vielen Dank für die super Fragen, aber ich habe mich gar nicht ausgefragt gefühlt. Das war richtig, ich sage es mal, ein sehr nettes Couchgespräch. Du, das ist, also können wir doch öfter mal machen. Ja, auf jeden Fall. Zu Themen, oder? Also es gibt ja so viele Themen, die uns beschäftigen. Und wenn wir mal ein tolles Thema haben, dann müssen wir uns treffen auf der Couch. Ich als Multitalent kann dir auch zu jedem Thema noch eine Geschichte erzählen. Ja, denke ich mir. Lebenserfahren, wie du bist. Muss man ja auch mal sagen. So viel älter Moment. Als ich also, bin. Hält stopp. Auch wenn ich gestern Geburtstag habe, bitte hier aufpassen. Das schneidet mein Management raus. Sonst. Ja, okay. Die versteht noch keinen Spaß. Ja, das kenne ich. Ja, okay. Alles klar. Ich habe übrigens gehört in der Podcast-Folge von dir, da hast du einen Interviewgast gehabt, der Interviews macht mit Prominenten. Oder? Sebastian Klimke. War doch so. Ja, genau, genau. Ja, die Folge habe ich mir angehört. Die ist auch sehr spannend. Müsst ihr euch mal anhören. Ja, wirklich. Also ganz toller Mensch, was er so erzählt hat. Also da möchte man ja gern mal Mäuschen spielen, wenn er so unterwegs ist. Ne? Ja, oder voll. In der Tat, oder? Ja. Nee, richtig Gossip. Ein ganz toller. Na, hallo, auch das interessiert uns natürlich. Ja, natürlich, ja. Aber schön, Gossip. Wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung und falls wir Gossip für euch haben oder Themen, die uns irgendwie ansprechen, wo wir denken, die könnten euch interessieren, dann treffen wir uns einfach wieder auf der Couch wieder und diskutieren das mal freundlich aus. Ja, schreibt uns eure Meinung oder Fragen. Genau. Oder wie auch was immer. Interessiert wir machen, euch? Wir machen auch Sondersendungen für euch. Und ganz ehrlich, und das wissen ja auch deine Zuhörerinnen und deine Zuhörer,
wir beide und gerade du, ich meine, wir funktionieren auch richtig gut vor der Kamera, oder? Hey. Auf jeden Fall. Hallo, könnt also. Ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe eben schon gedacht, heito, taito, also guck, Jungs. Du zeigst ja gerade so viel Schulter. Achso, oh, Entschuldigung. Nein, das ist, ich dachte, das war jetzt Absicht. Das war, ja, war nur für dich. Kein Wunder, dass alle hoch sollten, die Treppe. Mhm, genau. Ja, genau. Ja, du, jetzt nur geht mal hoch, ne? Mutti muss arbeiten. Ja. Oh, Gottes Willen. Streu keine Gerüchte. Ab. Ja, okay. Nee, schön. Genau. Nee, aber wir bleiben in Kontakt, wir beide. Das machen wir. Die Folge geht bald online. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung zu Matze. Ich verlinke alles, was ich von dir habe, Matze. Alles in den Shownotes. Ihr könnt Matze kontaktieren. Hört euch unbedingt seinen Podcast an und kommt in den Genuss von seiner tollen Stimme und seinen tollen Gästen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich aufgeregt bin, aber jetzt durch deine Moderation, jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt geht's los. Okay, nee, da müssen wir auch langsam Schluss machen. Wir wollen ja nicht, dass du rot wirst. Nein, war sehr schön mit dir, Matze. Und danke. Vielen, vielen Dank. Wir hören bis dahin. Uns ganz bald liebe Grüße wieder an alle. Ja, tschüss. Ciao. Matze. Klappe, Ecke, die erste. Hallim, hallim. Jo. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probezeit. Mats ab.